Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Mythen-Video. Heute testen wir genau 101 Mythen und ich sag euch, da sind Sachen dabei, ey, da fallen euch die Augen raus. Ihr solltet die auf jeden Fall wieder einsammeln, weil diese Mythen sind richtig krass. Falls ihr nur drei dieser Mythen nicht kanntet, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop einzugeben. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was dann an Mythen passiert ist. Funktioniert der geheime Trick in Fortnite noch immer, wie man sich wegschleudern kann? Man braucht ein Motorrad, diesen Sprengler hier und noch eine Impulsgranate und dann... Oh mein Gott, es geht! Ja, okay, wir sind direkt tot. Gibt es eine Möglichkeit in Fortnite, das Spiel so kaputt zu machen, dass man gar nichts mehr sieht? Die Antwort ist ja, guckt euch mal diesen Grafikmodus an. Also Fortnite sieht nicht mehr normal aus, Freunde. Ist aus dem Iconic-Skin geworden. Ich bin irgendwie die Sonne oder so. Kommen wir zur nächsten krassen Mythe. Und zwar gibt es die drei Lamas in Fortnite. Ihr habt davon vielleicht schon mal gehört und in der Tat, es ist einfach wahr. Es gibt ein Rift-Event, wo einfach drei Lamas hier gespawnt werden. Ey, wartet mal. Haben diese Lamas eigentlich richtig geilen Loot dabei? Haben die vielleicht anderen Loot? Ey, Labis, bleib mal stehen. Wie soll ich drei auf einmal ausschalten? Das geht doch gar nicht. Ich bin so gespannt drauf. Bleib stehen. Labi ist fast down und es hat denselben Loot. Ey, wie langweilig. Aber wie soll ich alle auf einmal killen? Nein, zwei verschwinden in den Lama-Himmel. Ist es möglich, mit dem Wächterschild 100 Spieler abzuwehren? Genau das testen wir jetzt. Gott, die greift mich noch nicht an. Doch jetzt. Es geht los, Freunde. Wow, guckt euch das an. 100 Spieler schießen auf mich. Wir können das Ganze abwehren. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Ganze wird keine Minute mehr funktionieren, aber wir können trotzdem gleichzeitig 100 Spieler abwehren. Wie geil ist das denn bitte? Ich versuche gleich zu entkommen. Ich sag's euch, hier sind Wände hinter mir. 5, 4, 3, 2, 1 und... Okay, das klappt nicht. Oha! Funktioniert der Unsichtbarkeitstrick noch in Fortnite? Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Durch spezielle Waffen und einen kleinen Trick hier im Truck können wir einfach unsichtbar werden. Oh mein Gott, und es geht immer noch. Was? Leute, guckt euch das an. Ist es möglich, mit allen Tresorkarten das neue Portal zu öffnen? Ich weiß, es klingt ein bisschen komisch, aber es könnte funktionieren. Oder auch nicht. Wisst ihr noch damals, wir haben versucht, diesen geheimen Bunker zu öffnen. Und jetzt habe ich gesagt, ich könnte das Portal damit aktivieren. Wofür sollte man sonst alle drei Keycards haben? Aber nein, dieser Mythos ist auf jeden Fall falsch. Was wird passieren, wenn wir unsichtbar unseren Gleiter aktivieren? Ist der dann unsichtbar? Die Antwort ist, nein, nur wir sind unsichtbar. Das heißt, hier fliegt einfach gerade nur ein Gleiter rum. Wie unheimlich ist das denn bitte? Guckt euch das an, das ist einfach Shenlong, Freunde. Dass hier keine Gegner sind, die werden ja völlig verwirrt. Probiert solche Sachen auf gar keinen Fall in richtigen Matches aus. Kann man mit dem Explosivsturmgewehr angeln? Wir haben hier vorne so einen Fischteich und es funktioniert. Was ist das denn? Ey, falls ihr irgendwie Hunger habt oder so, dann braucht ihr nur so eine Waffe. Kann man nur durch Sliden Wände kaputt machen? Die Antwort ist, ja, es funktioniert. Die Wände müssen dazu nur ein bisschen kaputt sein. Und dann könnt ihr einfach durchfahren. Ist es möglich, mit der Deku-Smash-Fähigkeit durch ein Guardian-Shield zu schießen? Wird er Schaden kriegen? Nein. Aber die halbe Wand ist weg. Oh mein Gott. Ey, mach kein Auge auf mich. Ich wollte dich nicht angreifen. Nächster krasser Mythos, Freunde. Ist es möglich, mit dem Motorrad straight nach oben zu fahren? Ich habe keine Ahnung. Werden wir das Ganze schaffen? Wir fahren nach oben und... Oh Gott, da löst sich schon irgendwas. Nein, das war ein Fail-Versuch. Egal, wir machen es nochmal. 3, 2, 1 und... Wow, es funktioniert halt. Durch das an, wie hoch sind wir gefahren, bitte? Und es gibt sogar Leute da draußen, die schaffen das wirklich steil hochzufahren. Das ist einfach nur krank. Dieser Mythos ist auf jeden Fall korrekt. Wer ist stärker in Fortnite? Ice Fishy oder der Wolf? Ihr seht, der Wolf ist schon relativ angeschlagen. Ich habe das auch gerade erst gesehen. Aber ich weiß nicht, ich würde trotzdem auf den Wolf setzen. Fishy trifft ja hier gar nichts. Der ist ja richtig schlecht. Oh, der Wolf ist fast tot. Wolf, attackiere. Nein, der hat verloren. Ich hasse dieses Fischstäbchen. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel völlig zerstört, Freunde. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, welchen Skin ich ausgerüstet habe. Ey, Freunde, ihr könnt ja mal raten. Was meint ihr, welchen Skin habe ich gerade ausgerüstet? Schreibt es in die Kommentare rein. Ist es möglich, sich mit einem Schneeball und dem Hammer selber wegzukatapultieren? Ähnlich wie das bei den Autos war? Oh mein Gott, das ist voll schwer, gerade drauf zu bleiben. Okay, wir testen das einmal. Und ich stehe gut und Schlag. Ja, es funktioniert. Wir können fliegen. Ey, was passiert hier gerade? Ey, ich war das überhaupt nicht. Ich werde von dem Schneeball entführt. Hilfe. Ich bin schon wieder drin. Ey, was passiert hier? Der saugt einen automatisch auf. Gibt es wieder Lambos in Fortnite? Und auch diese Antwort ist, ja, dieser Mythos ist richtig. Denn es gibt ein ganz spezielles Live-Event hier. So ein Mini-Live-Event. Und da spawnt einfach ein Lamborghini. Guck mal, der Typ ist schon sauer auf mich, weil ich ihn geklaut habe. Ey, geh mal weg hier. Das ist mein Lambo, Alter. Du Schmalspurer. Ist es möglich mit dem Schockwellen Hammer zu angeln. Wir testen das Ganze und in der Tat, es funktioniert einfach. Sucht euch einfach eine Wasserquelle aus, guckt, ob da Fische drin sind und dann haut richtig drauf, so wie ich jetzt hier. Boom! Da kommen sogar richtig coole Fische bei rum. Testen es hier vorne nochmal. Achtung, Fische! Okay, manchmal sind das halt nicht die geilsten. Frage aller Fragen ist jetzt nur, bin ich wirklich unsichtbar? Greifen jetzt mal den Wolf hier an und mal gucken, ob er zurückschießen kann.
Sieht er mich? Wird er mich treffen? Er ist ja völlig los. Hä? Ich kann's euch nicht sagen. Der hat mich ja gar nicht getroffen. Möglicherweise hat er mich angeguckt, aber vielleicht auch nicht. Aber wie sieht das aus, wenn man die 90s crankt? Das ist ja voll geil. Wieder Double Pump in Fortnite. Ihr wisst ja alle, es sind zwei neue exotische Pumpguns drin. Wir testen das mal schnell und... Nein. Die Brecher- und Beschleuniger-Pumpgun zusammen funktioniert einfach mal gar nicht. Ist es möglich, mit einem Panzer 100 Spieler auszuschalten, ohne dass ich selber dabei sterbe? Okay, die Spieler bauen sich noch auf und es geht los. Achtung. Ich schieße da rein, da sind schon welche gestorben. Oh Gott. Alter, wie stark sind die bitte? Guckt euch das an. Ich habe ja gar keine AP mehr. Okay, ich habe keine Chance. Der Panzer ist down gegangen. Die 100 Spieler sind einfach viel, viel stärker. Ist es möglich, mit der Kamehameha-Fähigkeit die My Hero Academia Loot Drops zu öffnen? Die sind eigentlich unbesiegbar, aber wir gucken mal. Okay, es geht nicht. Die sind wirklich unbesiegbar. Gut zu wissen. Ist es möglich, mit der Smash-Fähigkeit von My Hero Academia die Dragon Ball-Kapsel zu öffnen? Wir testen es. Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Doch, das funktioniert. Was? Ey, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Wow, wie geil. Ist es möglich, mit der Falcon-Drohne andere Drohnen kaputt zu machen? Versuchen mal irgendwie gegenzufliegen. Es sieht erstmal nicht so aus. Aber das Gute ist, wir haben ja so einen Schub aktiviert. Vielleicht können wir das damit machen. Wow, der hat schon richtig einen kassiert, ey. Wir machen das Ganze nochmal. Und... Boom, er geht kaputt. Oder es. Oder was auch immer. Ey, das funktioniert. Wie viele Trucks kann man mit einem Motorrad auf einmal überspringen? Die einfache Antwort darauf ist 12 Stück. Und genau das habe ich geschafft bei meinem Weltrekorde-Video. Check das auf jeden Fall mal. Ist es in Fortnite möglich, wie in Harry Potter mit einem Auto zu fliegen? Die Antwort darauf ist ja, ihr seht es ja auch im Hintergrund schon. Ihr braucht nur zwei Leute dazu und zwei Shockwave-Hammer und müsst dann einfach abwechselnd auf das Auto draufschlagen. Und schon könnt ihr fliegen. Übrigens ist der Shockwave-Hammer danach nicht gebannt worden. Kann man den Wächterschild auf einem Wolf einsetzen oder generell auf einem Tier? Ey, beiß mich mal nicht. An das geht, wäre das voll OP. Nein, es geht aber nicht. Hey, habe ich einen Fehler gemacht? Wir testen das Ganze nochmal. Wächterschild aktivieren? Nein. Ich werde einfach runtergekickt. Was leidet der andere denn da so? Übrigens ist der nächste Mythos nur durch Zufall entstanden. Und zwar ist irgendwie der Bot mit in meinen Rift reingekommen. Und guck mal bitte, der hat wirklich einen eigenen Gleiter. Allerdings nur diesen Standardgleiter. Ey, ihr seid ja voll Schmalspur. Kann man Fallschaden durch Sliden vermeiden? Wir springen runter, wir kriegen ganz normalen Schaden. Okay, ich habe das schon mal nicht geschafft. Aber die Frage ist, kann es funktionieren? Und... Ja, es geht. Ihr müsst dazu einfach nur perfektes Timing haben. Könnt ihr euch beim nächsten Mal retten. Kann man mit einer Tresorkarte alle Tresore öffnen? Wir haben jetzt eine vom Brutal Bastion hier dabei. Nein, die funktioniert nicht. Da steht Zutritt verweigert. Alles klar. Das heißt, es funktioniert nur die jeweilige Schlüsselkarte zum jeweiligen Tresor. Und ihr kennt doch alle diese neuen heftigen Kisten hier. Und angeblich ist da immer ein Hammer drin. Ihr seht es ja auch schon, in der ersten Kiste habe ich direkt einen Hammer drin. Ich bin gespannt drauf, ob das wirklich immer so ist. Stimmt der Mythos oder stimmt der nicht? Komm schon. Nein, das stimmt nicht. Da ist wirklich nicht immer ein Hammer drin. Wusstet ihr, Freunde, dass ein neuer heftiger Bossfight im Spiel ist? Und zwar einmal irgendwie Skelett Midas, der hier gegen Power Ranger Chicken kämpft. Der sucht den auch schon irgendwie. Was ist denn los mit dem Power Ranger Chicken? Der ist sauer, glaube ich. Ey, Midas, hast du irgendwie Scheiße gebaut oder so? Irgendwas läuft hier nicht. Oh Gott, die treffen sich. Sie kämpfen gegeneinander und ich bin genau in der Mitte. Ich mach mal alles weg hier. Ihr sollt euch jetzt besiegen. Ich würde sagen, falls Skelett Midas gewinnt, dann lasst ihr ein Abo da. Und falls Chicken gewinnt, dann auf jeden Fall ein Like. Oder macht halt beides, was euch besser gefällt. Ist das für ein Fight, bitte? Ey, macht mal hinne jetzt. Wenn nicht gleich einer von euch beiden stirbt, kommt mein Raketenwerfer zum Einsatz. Los, killt euch. Wer wird dieses Duell gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Die treffen sich nicht gegenseitig. Doch, jetzt auf einmal schon. Und der Gewinner ist... Okay, es dauert irgendwie noch ein bisschen. Ich sag, Skelett, wie das gewinnt. Und ihr... Okay, er ist tot. Lol, guck, was der da macht. Der klappt. Ist es möglich, die Kamehameha-Fähigkeit und die Deku-Smash-Fähigkeit hintereinander einzusetzen? Wir starten mal mit dem Kamehameha rein. Sogar noch mit Jinjun Jun vorher. Und direkt Deku-Smash. Ja, es funktioniert. Man kann beide hintereinander einsetzen. Ey, das ist ja richtig gewaltig. Gibt es in Fortnite Buggy-Kisten? Ich laufe hier so vorbei und gucke, was ich gefunden habe, Leute. Die ist so halb irgendwie eingebuddelt, aber man kann die nicht aufmachen. Das heißt, dieser Mythos stimmt, weil die kann man nicht öffnen. In Fortnite gibt es immer noch diese Zufallsautomaten, aber was ist drin? Wir testen es einmal. Wir kriegen eine Pumpgun und ein Hühnchen? Okay. Also, eigentlich wurden wir abgezogen. Haben wir, weil wir unsichtbar sind, immer noch einen Schatten? Die einfache Antwort darauf ist ja. Selbst wenn wir unsichtbar sind, können wir immer noch über den Schatten erkannt werden. Was war das denn gerade? Freunde, ist es noch möglich, sich mit einem Auto in einem Busch zu verstecken? Eigentlich sollte die Buschbombe das geändert haben und... Ja... Es geht nicht mehr. Was ist das denn? Ich fahre mit dem Auto in den Busch rein und der geht kaputt? Hä? Ey, das Ganze müssen wir nochmal testen. Achtung, Busch, ich komme. Wirst du das Ganze überleben? Werden wir uns verstecken? Und...
Nein, es geht nicht mehr. Das Gute ist aber, Freunde, wir haben einen kleinen Trick. Und zwar gehe ich jetzt einfach auf den Beifahrersitz. Und es funktioniert immer noch. Keine Ahnung, was das für ein Trick ist. Aber probiert selber mal aus. Freunde, kann man mit der neuen exotischen Pumpgun eine Holzwand mit einem Schuss kaputt machen? Wir testen das Ganze und easy peasy. Wie sieht das Ganze mit einer Steinwand aus? Die ist gleich fertig und auch kein Problem. Schafft die Pumpgun auch eine Metallwand kaputt zu machen? Jetzt bin ich echt gespannt drauf. Und ja, auch gar kein Problem. Aber wie sieht das Ganze mit einer Panzerwand aus? Wird sie das schaffen? Niemals, oder? Nein, sie schafft es auch nicht. 2 Schüsse, 3 und 4 Schüsse brauchen wir dafür. Aber das ist immer noch mega geil. Welche Waffe schafft das besser? Ich habe keine Ahnung. Ist das UFO stärker als 100 Spieler? Ich meine, das hängt in der Luft drin und ich habe eine geile Attacke. Vielleicht klappt's jetzt. Kann ich 100 Spieler besiegen? Alter, wie krass sieht das aus, wenn ich die treffe, bitte? Ich reiche den Schuss noch ein bisschen aus. Es könnte diesmal wirklich funktionieren. Oh Gott, oder auch nicht. Alter, was ist das denn? Wir gehen runter. Und ich bin tot. Kann man mit der Falcon-Drohne einen Loot-Drop aus der Luft öffnen? Die einfache Antwort ist, ja, das funktioniert auch. Gibt es in Fortnite wieder diese lustigen Henchmans, die es seit Kapitel 2 Season 2 gegeben hat? Ich lieg hier so lange und guck mal, boom, auf einmal sind die wirklich aufgetaucht. Ich wusste das überhaupt gar nicht. Ey, was macht ihr hier? Macht ihr hier Pause oder was? Ihr sollt mal ein bisschen arbeiten. Meint ihr, diese Henchmans haben guten Loot dabei? Antwort ist nein. Dieser Mythos ist auf jeden Fall falsch, aber die Jungs sind wieder zurück in Fortnite. Danke, dass ihr zurück seid. Ey, Freunde, wusstet ihr eigentlich, dass die Dinosaurier zurück in Fortnite sind? Wir haben hier einmal den grünen Dinosaurier und den roten da hinten. Guck, was die machen. Ey, warte mal, hier ist ein richtiger Dinosaurier. Hier ist ja sogar Loot. Heißt das, die Dinosaurier kommen zurück in Fortnite? Vielleicht so ein paar Raptoren? Oder sogar der Tyrannosaurus Rex? Ich habe keine Ahnung. Kann man sich wieder zurückverwandeln, indem man einfach verschiedene Waffen einsetzt? Wir testen das Ganze hier einfach mal. Pistole funktioniert, Pumpgun geht. Ey, das sieht so geisteskrank aus, ne? Pumpgun können wir einsetzen, AR auch. Wir dürfen nur nicht die mit dem Scope wieder einsetzen. Ist es möglich, mit einem Auto einen Lama zu überfahren und direkt zu killen? Wir testen es und nein. Ey, du sollst doch draufgehen, Mann. Ich habe bei 2 Versuchen. Ist ja schlechter als jede Waffe. Ist die Excalibur-Waffe in der Lage, durch den Guardian Shield durchschießen zu können? Wir testen das Ganze. Wird dieser Mythos klappen? Und nein, nicht mal die Explosion geht durch. Keine Chance, funktioniert nicht. Das Schild ist stärker. Ist es möglich, sich auf dem Eis zu heilen? Ihr seht ja, wir sliden, aber kein Problem. Wir können uns die Trinkflasche einfach so reinziehen. Kommen wir zur dümmsten Mythe. Können wir mit dem Chicken hier durch? Und es funktioniert. Warum sollte man das Ganze machen? Keine Ahnung, aber es ist irgendwie lustig. Ist es möglich, mit einem Chicken eine Kiste zu öffnen? Also wir werden das Chicken dabei nicht loslassen. Testen es und es funktioniert. Wie sieht das denn bitte aus? Das ist ja richtig lustig. Ist es möglich, mit der Falcon-Drohne? Ey, was passiert da im Hintergrund? Ey, nur diese Bäume wieder. Die mythischen Dragon Ball-Fähigkeiten zu öffnen. Ey, das sieht gut aus. Ja, es funktioniert. Und die werden einfach automatisch schon aufgeladen hier bei mir. Ich kann die direkt transportieren. Achtung, Wannabe. Hier kommen neue Fähigkeiten. Ist das Kamehameha so stark, dass es eine Zipline kaputt machen kann? Eigentlich sind die unzerstörbar. Wir testen es. Und boom, sie gehen einfach kaputt. Keine Chance. Das Kamehameha ist einfach stärker. Wusstet ihr eigentlich, dass man mit dem Hammer auch Klombeeren kaputt machen kann? Wenn ihr da drauf schlagt, kommen eigentlich immer 4 Stück raus. Ey, das sind nur 3. Hat einer schon Klombeeren gegessen? Wir testen es nochmal und es kommen 4 Stück raus. Probiert selber mal aus. Das spart auf jeden Fall Zeit. Oh mein Gott, neues Rift Event. Ist es ein neues Rift Event? Mythos, ja oder nein? Es aktiviert gar nicht, oder? Doch. Was ist das denn? Ey, ist der Sommer in Fortnite ausgebrochen? Mythos sagt ja. Wie langweilig. Ist es möglich, mit einem Kamehameha durch ein Guardian-Schild zu schießen und diesen Bot hier zu verletzen bzw. Schaden zu machen? Okay, Zone kommt auch schon. Geh dahinter, schnell. Als wenn ich ihm was sagen könnte. Macht euch bereit. 3, 2, 1 und wir testen es. Boom, es funktioniert nicht. Der Guardian Shield hält alles ab. Ist die neue Falcon-Drohne in der Lage, den Loot von 4 Kisten auf einmal mitzunehmen? Wir haben hier die erste Kiste. Okay, das schafft sie schon mal easy peasy. Hier haben wir die zweite Kiste. Okay, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden. Ich würde sagen, wir cheaten ein bisschen. Die Bandagen lassen wir einfach da. 3 Kisten haben wir aktuell. Das ist jetzt die 4. Leute, werden wir das Ganze schaffen? Das sieht schon ziemlich schwer aus. Und ich glaube, sie schafft es nicht. Der Biggie bleibt über. Aber das ist ja total knapp. Guckt euch das mal bitte an, Freunde. Diese Drohne ist wirklich richtig geil. Kann der Schneeball kaputt gehen? Ich habe ihn doch gerade weggeschossen. Ich glaube, der ist unzerstörbar. Kann das sein? Ey, mein Schneeball ist gerade weggelaufen. Und jetzt ist er verschwunden. Er geht doch kaputt. Warnt der Schatz von Charlies Schatzkarte immer innerhalb der Zone? Hier sieht es auf jeden Fall so aus. Wir bleiben dran an der Sache und ich teste es gleich nochmal. Was passiert, wenn man aus höchster Höhe in einen Busch reinspringt? Ich platziere ihn hier und wird er uns retten?
Okay, das hätte irgendwie nicht passieren dürfen. Jetzt bin ich auf dem Baum gelandet. Ist Wannabe ein Dummkopf? Ja, yep, dieser Mythos stimmt. Gibt es eine neue geheime Secret-Waffe in Fortnite? Und die Antwort dazu ist ja. Und ich glaube, die war schon mal overpowered. Und zwar geht es um diese Bäume hier. Da kann die mit dem Hammer einfach so wegschlagen. Passt mal auf. Wow, Achtung, alle aus dem Weg hier. Wir testen das mal. Komm, flieg. Will was kaputt machen? Oder jemand kaputt machen? Komm schon. Flieg, Baum, los. Das ist wie ein Beyblade. Ich drehe es nochmal. Go. Oh mein Gott, gegen den Baum und boom, er ist kaputt gegangen. Das hätte ein Spieler sein können, das ist krass. Jetzt, Freunde, Charlies Schatzkarte, kleinste Zone und... Oh Gott, ich muss sie aufpicken. Ist es innerhalb der Zone? Nein, es kann auch außerhalb der Zone sein. Das heißt, wir können es nicht mehr aufheben. Schade. Ist es möglich, mit dem Schockwellenhammer einfach diese Statuen hier wegzuhauen? Die sind doch fast unzerstörbar, oder? Wow, guck mal, wie die wegfliegt. Die geht nicht mal kaputt. Sorry, Jendo, das war extra. Ist es möglich, sich mit diesem Hoprockstein hier richtig wegzukatapultieren? Wir schlagen einmal mit dem Schockwellenhammer drauf und... Wow, was passiert hier? Ey, Leute, das halbe Haus ist weg. Wir testen das Ganze nochmal mit der Spitzhacke. Jetzt aber richtig, komm. Okay. Ist schlechter als erwartet. Ist es möglich, dem Effekt von der Excalibur-Waffe auszuweichen? Ihr wisst ja alle, sie schießt und danach hängt einfach so ein Schwert an euch fest. Wir testen jetzt mal, ob wir das irgendwie wegkriegen. Komm, schieß auf mich. Schieß auf mich. Wow, ist es dran? Und? Emote? Ah, ich bin trotzdem tot. Aber ihr habt gesehen, für eine Sekunde ist das Ganze runtergefallen. Wäre ich schneller abgehauen, wäre ich auch nicht gestorben. Das heißt, das Ganze funktioniert wirklich. Was passiert, wenn ein riesen Schneeball auf ein Lagerfeuer trifft? Buddel mal kurz ein. So, Schneeball ist da. Lagerfeuer an. Ey, bleib hier, Mann. Du sollst doch schmelzen. Nein, der haut ab. Egal, wir machen schnell noch einen. Komm, aufbauen, Schneeball machen. Ey, ich habe da richtig Bock drauf. Was passiert da? Hä, ist er jetzt geschmolzen? Der ist doch kleiner geworden, oder nicht? Der war doch eben viel größer. Wir machen das Ganze nochmal. Großer Schneeball und... Irgendwas passiert hier. Er schmilzt auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe doch keine Hallos, oder? Ihr seht das doch auch. Nein, jetzt ist das Lagerfeuer aus. Also ich meine, es hätte funktioniert. Mit dem Lagerfeuer kann man zumindest ein bisschen den Schneeball schmelzen. Ist es möglich, den Shockwave-Hammer mit Flugstunde zu kombinieren? Ihr wisst ja vielleicht, bei Flugstunde bekommt man einfach Luftballons hinten drauf. Und wenn wir jetzt hingehen und den Hammer einsetzen, dann können wir fliegen angeblich. Und das Ganze funktioniert. Das Ganze ist noch viel krasser, wenn ihr drei Luftballons am Rücken habt. Dann könnt ihr einfach wirklich fast fliegen. Guckt euch das mal an, wie das mit zwei schon aussieht. Das ist einfach nur geil. Was wird passieren, wenn wir mit dem Shockwave-Hammer auf diese komischen Impulssteine hier draufballern? Hey, der fliegt ja schon weg. Wir schlagen einmal drauf und was wird passieren? Wow. Hey, irgendwie gar nichts. Das war gar nicht so geil. Machen es nochmal. Lass uns fliegen. Okay, ich kann das Teil gar nicht kontrollieren. Auf jeden Fall fliegen wir nicht weit weg. Aber der Stein fliegt alleine doch. Oh, oh, Achtung. Das war aus Versehen. Freunde, wusstet ihr, dass Little Whip wieder zurück in Fortnite ist? Und zwar kann er durch ein bestimmtes Rift-Event ausgelöst werden. Und damals musste man nur hingehen, ein Emote machen. Und er hat einfach Eis auf einen geworfen. Die Frage ist jetzt nur, welche Eissorten hat er noch? Ey, das sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, der hat nur noch eine Sorte. Ist das dein Ernst? Musst du ein bisschen runterfahren oder was? Ich glaube, dir geht's ja gar nicht gut. Okay, er hat scheinbar nur noch diese Eissorte. Und das Problem ist, die stellt einfach nur Konditionen wieder her. Ey, das war ja schon mal besser bei dir. Das ist auf jeden Fall ein Big L. Ist es möglich, mit einer Falkendrohne eine andere Falkendrohne aufzuheben? Das funktioniert. Was? Wir können einfach mit einer Drohne eine andere aufpicken? Das ist ja geil. Und irgendwie total sinnlos. Können wir mit der Falkendrohne ein Motorrad aufheben? Das ist ja auch so komisch markiert. Ich bin so gespannt drauf. Geht das? Pilot nimmt Schaden. Das ist mir doch egal. Nein, das funktioniert aber leider nicht. Obwohl das irgendwie komisch markiert ist. Ist es möglich, mit den Wölfen? Oh Gott, da ist ein Lami. Und dem neuen Slurp Juice unendlich lange laufen zu können. Ey, Lami, Alter, du hast mich völlig verwirrt hier. Auf jeden Fall wird die Kondition direkt wieder komplett generiert. Und mal gucken, wie lange wir laufen können. Ey, Lami, mach mal Platz hier. Ich bin schneller als du. Du hast ja gar keine Chance. Okay, es wird schon weniger. Das waren so ungefähr 25 Sekunden, würde ich mal sagen. Also unendlich auf jeden Fall nicht. Was wird passieren, wenn wir unsichtbar in einen Schneeball reingehen? Wird der dann auch unsichtbar? Okay, er ist fertig. Wir sind drin. Nein, der bleibt einfach, wie er ist. Aber wir sind trotzdem immer noch unsichtbar. Hinterlässt man im Schneegebiet eigentlich Fußspuren? Sollte ich schon mal immer wissen. Die Antwort ist ja. Ey, wie realistisch ist Fortnite bitte geworden? Guckt euch das mal an. Ey, das ist ja unnormal heftig geil. Fast wie bei GTA. Wie sieht die Startinsel auf der hässlichsten Grafik überhaupt aus? Oh mein Gott, was ist das denn hier? Ey, sowas habe ich zuletzt, glaube ich, bei Windows 98 oder so gesehen. Ey, ich komme ja gar nicht klar. Wie sieht der Boden aus? Ey, da ist ja noch ein Iconic-Skin. Also ein Fake-Iconic-Skin. Du siehst noch hässlicher aus als ich gerade. Alter, was ist mit der Map passiert? Ist es möglich, in Fortnite auf der schlechtesten Grafik, die es überhaupt gibt, einen epischen Sieg zu holen? Wir versuchen das Ganze hier mal. Und ich bin tot. Aber ich kann euch sagen, es gibt ein Video davon. Checkt es gerne ab. Da habe ich einen epischen Sieg geholt.
Also ist es hier falsch und doch irgendwie wahr. Ist es möglich, die neue SMG nachzuladen, Freunde, bevor man auf den Boden ankommt? Falls wir es nicht schaffen, sind wir übrigens tot und let's go, wir haben es geschafft. Aber wartet mal, vielleicht funktioniert Double Pump, wenn wir zwei Beschleuniger-Schrotflinten benutzen. 3, 2, 1 und... Okay, das können wir jetzt schon vergessen. Ich muss nachladen. Wir testen es nochmal. Und Feuer. Nein, geht auch nicht. Funktioniert Double Pump mit der Brecherschrotflinte? Wir testen auch das nochmal und auch das geht nicht. Ey, Fortnite, bringt mal irgendeinen Perk oder so rein, dass wir wieder Double Pump spielen können. Dann wird Fortnite auch wieder richtig geil werden. Welche exotische Maschinenpistole kann schneller schießen? Wir haben hier einmal die Blitzmagazin-Maschinenpistole. Die sieht schon relativ gut aus. Die hat jeweils 20 Schuss. Und auf der anderen Seite haben wir einfach die Schießroutenlaufmaschinenpistole. Oh mein Gott, die ist ja auch mega schnell. Ich kann es gar nicht sagen. Also ich glaube, beide sind ungefähr gleich schnell, aber die Schießroutenlaufmaschinenpistole hat halt einfach viel mehr Schuss im Magazin. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare rein. Ist es möglich, mit dem Explosivsturmgewehr unter dem Respawn-Bus durchzuschießen? Ihr seht ja, ich habe da so eine Figur aufgestellt und eigentlich müsste die Damage kriegen. Komm schon, schieß da durch. Explodiere. Hä, das ist ja voll fake. Da tut sich ja gar nichts. Okay, man kann da nicht durchschießen. Gleich das Fahndungslevel in Fortnite, wenn man einen Außenposten einnimmt. Also darauf bin ich richtig gespannt jetzt. Okay, das Ganze könnte ein bisschen dauern. Wir verwandeln uns mal eben. 3, 2, 1 und... Hit gar nichts. Wir kriegen ja überhaupt nichts. Was soll das? Aber ich habe gehört, wir kriegen jetzt viel mehr Gold. Und das stimmt. Wir kriegen 500 Gold für das Einnehmen. Was schon ziemlich gut ist. Bekommt man einen Fahndungslevel-Anstieg, wenn man diesen Bot hier killt? Testness, du hast noch keine Chance gegen mich. Kaltblütigen Trumpf. Kopf. Ich bin nicht kaltblütiger. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Beide tot. Ja, wir haben einen Anstieg bekommen. War das jetzt Zufall? Ich glaube nicht. Freunde, ich habe gehört, die ganzen OG-Waffen sollen wieder drin sein. Wir gucken uns das Ganze mal an. Die Schallgedämpft ist auf jeden Fall eine OG-Waffe. Die Scar auch. Hä, das sind keine OG-Waffen. Die Heavy Sniper und die Deagle würde ich sagen schon. Und noch Impulsgranaten. Ah ja, es sind auf jeden Fall nicht die ganzen Abgebildeten. Das ist schon mal fake. Was bringen Einwegtelefone in Fortnite? Angeblich erhöhen sie das Fahndungslevel. Und in der Tat, das steht ja auch da. Fahndungslevel erhöhen. Wir brauchen nur 500 Gold und können das Ganze 10-mal einsetzen. Ey, das ist einfach 5000 Gold. Das ist eigentlich alles, was ich hätte haben können. Gibt es ein komisches Rift-Bush-Event in Fortnite? Ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Hä, da ist sogar irgendeiner drin. Neubaum, Neubaum, Bushi hilft, Neufreund. Was ist das denn? Hä? Ey, was geht hier ab? Kann der Baum irgendwas? Ey, warum feiert ihr hier so viel? Es gibt hier nichts zu feiern. Hört mal auf damit. Boah, die hören wirklich auf. Ich glaube, die Party ist vorbei. Ich glaube, ich habe sie gecrashed. Was habt ihr davon, wenn ihr so viele Büsche hier spawnt? Die tanzen nicht mehr. Guck mal, die sind sogar traurig, glaube ich. Das tut mir gar nicht leid. Ja, also es gibt auf jeden Fall komische Events mit komischen Leuten. Wozu? Keine Ahnung. Wie viel Gold bekommt man, wenn man einen einzigen Tresor öffnet? Wir haben aktuell 1008 Gold. Und mal sehen, wie viel wir am Ende haben werden. Okay, das war's, glaube ich. Wir haben 3143. Das sind ungefähr 2000 mehr. Übrigens, kleiner süßer Mythos, Freunde. Wusste ich vorher auch nicht. Habt ihr in die Kommentare reingeschrieben? Es ist möglich, die Goldbarren hier kaputt zu machen, um extra Gold zu generieren. Also man kann die kaputt machen. Übrigens, Freunde, laut Mythos sind neben den neuen exotischen Waffen auch wieder alte drin. Das stimmt sogar. Weil die Sprungeisenpistolen oder wie die auch immer heißen, die Double Pistols, sind auch wieder drin. Und das gleiche gilt auch für die Heavy Sniper, die Pömpel schießt. Ist es möglich, in Fortnite Kapitel 4 Season 1 fliegen zu können? Und die Antwort darauf ist, ja, ihr braucht nur die doppelläufige Schrotflinte und Sprintsprung als Perk. Und dann könnt ihr einfach ewig lange in der Luft bleiben, wie ich das hier gemacht habe. Checkt das Video auf jeden Fall gerne mal ab. Ich bin einfach mit einem verbotenen Trick in der Luft geflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Runde gewonnen habe. Wisst ihr es? Ist es möglich, den Wächterschild auf einem Motorrad einzusetzen? Jo, das funktioniert. Ohne Probleme. Das ist ja mies OP. Das heißt, euer Freund kann es einsetzen, während ihr einfach fahrt. Wie cool ist das denn? Kann man einen Wächterschild auf einer Zipline einsetzen? Und auch das funktioniert. Sieht ein bisschen komisch aus, kann aber effektiv sein. Ist der geheime Zipline-Trick immer noch in Fortnite drin? Ihr müsst nur auf der einen hoch und dann auf die andere springen. Es passiert gar nichts mehr. Das heißt, er wurde auf jeden Fall behoben. Gut so. Wow, was war das? Ich habe hier irgendwas kaputt gemacht, glaube ich. Sorry. Kann der geheime Boss bei Brutal Bastion sich selber killen? Ihr wisst es ja wahrscheinlich. Der wirft die ganze Zeit Granaten und... Ja, er hat sich selber genockt. Wie schlecht ist das denn bitte? Das heißt, er kann sich auch selber killen. Kann man mit der Falkendrohne Fische angeln? Hört sich ein bisschen komisch an. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wer weiß. Komm schon, ich will ein paar Fische rausziehen. Gib mir irgendwas. Okay, das geht nicht. Kann man mit der Falkendrohne unter Wasser? Geht das? Nein, das funktioniert auch nicht. Aber ich glaube, generell kann man nicht wirklich unter Wasser. Hey, was ist das denn da? Das ist ein Frosch. Hey, kann man den Frosch aufsammeln? Hey, Froschi, komm mal mit. Was macht der denn da mit seiner Zunge? Hey, mach das nochmal. Hat er sein Auge geleckt? Was ist das denn?